Hallo, herzlich willkommen bei Silverwurm. Heute gehe ich mit dir mal in die Sauna. Wenn du sagst, nee, da will ich gar nicht hin, solltest du trotzdem dranbleiben, weil ich habe einen tollen Tipp, wie man Babyhaut bekommt. Aber wir fangen mal mit der Sauna an. Also ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Nicht bei 90 Grad ganz oben und so. Nein, ich mag so eher die Bio-Sauna und so Mitte und so drei, manchmal auch vier Saunagänge, je nachdem, wie lange ich bleibe. Ich finde es ganz toll in der Mediterrane. Ganz super schöne Wellnessanlage, kannst du gerne mal googeln. Oder das Neptunbad im asiatischen Stil in Köln-Ehrenfeld. In der Eifel, hast du ja vielleicht schon mal gesehen, gibt es das Wellnesshotel Michels. Und da habe ich die meisten dieser Aufnahmen gedreht und möchte dich einfach mal heranführen an kleine Tipps, wo du sagst, ey, warum bin ich da selbst noch nicht drauf gekommen? Denn wenn man öfter mal in die Sauna geht, dann gibt es da einiges zu verbessern. So, jetzt kannst du dir gerne erstmal anschauen, wie zum Beispiel die große Sauna bei Michels aussieht. Einmal mit so einem Schwenk. Dann gibt es auch noch verschiedene kleinere Saunen. Aber der große Aufguss-Saunaraum sieht so aus. Sauna tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Diese Wärme, die dich umhüllt. Und dann vielleicht noch mit einem schönen Ausblick wie hier in den Schnee, was aber nicht sein muss, das ist natürlich nochmal das Zuckerstückchen, aber gönn dir zwischendurch mal einen Tag Urlaub in der Sauna, denn in jeder großen Stadt gibt es schöne, schöne Saunaanlagen und dann genieße die wohlige Wärme, die deinen Körper einhüllt und die dir gut tut. Etwas in der Sauna, in jeder Sauna, nervt mich ungemein und dich wahrscheinlich auch, weil es hat was mit Unbequemlichkeit zu tun, aber das habe ich gelöst. Die Sauna-Nacken-Kopfstützen, ne? Die sind ja immer aus Holz, klar, das geht auch nicht anders und man soll ja auch das Handtuch drüber ziehen, damit da kein Schweiß drauf kommt. Auch das machen wir. Aber ist das dann trotzdem so weich? Klar, man könnte jetzt ein zweites Handtuch mitnehmen und das unter den Kopf legen. Aber das ist alles nicht komfortabel. Ich habe immer ein solches Kissen im Saunagepäck. Das habe ich mal bei Aldi gekauft, beziehungsweise ich habe davon, glaube ich, 15 Stück. Habe ich bei mir am Fernseher. Ich habe es auf dem Bürostuhl hinten im Rücken als sogenannte Lordosenstütze. Und das hier, das ist nämlich auch so, ne, aus einem Material, was so ganz fluffig ist. Das ist dann super, super bequem. Und alle Leute, wenn ich das dabei habe, die gucken immer ganz neidisch, weil der Kopf auf einer solch harten Holzstütze ist wirklich nicht komfortabel. Deswegen nimm dir das mit. Das, wie gesagt, gibt es zweimal im Jahr bei Aldi. Oder auch vielleicht ansonsten mal gucken unter Keilkissen oder so. Das gibt es bestimmt auch irgendwo im Internet. Wäre schön, wenn du das zum Beispiel in die Kommentare schreibst, wenn du das irgendwo anders gefunden hast. Und darauf zu ruhen, dann vielleicht sogar auch ohne die Holzstütze drunter, weil das vielleicht sonst eventuell schon zu hoch ist. Das hat einfach einen absoluten Mehrwert. So einfach kann das sein. Das Kissen hier habe ich immer in meiner Saunatasche. Wenn ich aus der Sauna nach Hause komme, dann kommen die ganzen Handtücher und Bademantel und so in die Waschmaschine. Und das auch, und das geht auch in den Trockner. Also ich kaufe die bei Aldi, das heißt, jetzt brauche ich keine mehr. Ich habe davon 16 Stück oder so. Die habe ich überall, zum Beispiel auch hinten, als Rückenunterstützung im Stuhl. Auch im Auto. Also ich habe die Dinger überall, auch am Sofa, dass man mal so, ne? Toll, kann ich empfehlen. Klar, wenn man die jetzt gerade bei Aldi nicht hat, wo kriegt man die her? Vielleicht weiß die eine oder andere, wo man ein solches Kissen bestellen kann, jetzt im Moment. Also ich finde die klasse und wenn man sich das entweder dann auf diese Holzstütze drauflegt oder wenn man es noch flacher haben will, sich nur da drauflegt, es ist sowas von toll. Da kommt das Handtuch auf der Holzstütze nicht mit. Man muss nur eins machen, daran denken. Und deshalb habe ich das immer in der Tasche
Und sobald es aus dem Trockner kommt oder von der Wäscheleine, je nach Jahreszeit, dann geht das sofort wieder in die Tasche. So, und jetzt stecke ich mir das hier in den Rücken. So, oh, herrlich, tolle Abstützung. Also das solltest du demnächst auch unbedingt dabei haben. Und du liegst wie auf einer Wolke. Es ist ein Qualitätsunterschied. Es ist nicht in Worte zu fassen. Du siehst, ich ringe nach Worten. Es ist einfach super, super toll. So, und jetzt kommt der versprochene Tipp mit der Babyhaut. Jetzt verrate ich dir, wie du Babyhaut bekommen kannst in der Sauna. Nicht wundern, ich sitze hier im Bikini in einer Sauna, die noch aus ist. Es wird auch draußen geputzt, was man hört. Denn wenn hier Menschen sind, darf ich ja nicht mehr filmen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Die meisten gehen geduscht in die Sauna, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber da denke ich mir, welch ein verschenktes Potenzial, weil in der Sauna ist es warm, da kann die Haut viel, viel besser Wirkstoffe aufnehmen und deswegen habe ich immer zwei Dinge dabei, ein Öl und ein Hyaluron. Und dieses Öl hier, das habe ich mir letztes Jahr gekauft, nachdem ich eine Lomi-Lomi-Massage hatte und den ganzen Tag nur an meiner Haut geschnuppert habe und gefühlt habe, es fühlte sich toll an, es hat geduftet und dann habe ich mir dieses Lomi Hawaii Öl von Kurland gekauft. Schreibe ich dir auch gleich unten in die Infobox. Man sieht, es ist noch so viel drin und ich habe die Flasche jetzt viele, viele Monate. Ich benutze es tatsächlich auch einfach so, ne? Nicht jeden Tag, aber an so Tagen, wo ich so ein bisschen so dieses Wohlfühlen möchte. Und dann nehme ich es auch einfach nur hier so auf die Unterarme und das ist schöner und herrlicher als jedes Parfum, weil es hat so, ach, kann man nicht beschreiben, einen herrlich exotischen Duft. Es steht zwar, es riecht nach Kokos, aber Kokos rieche ich da nicht raus. Ich bin da sehr duftempfindlich, sondern es riecht so Aprikose, Mango. So, und das trage ich mir dann, ich habe das übrigens in einer kleinen Labordose, habe ich jetzt auch dabei in der Tasche, will ich aber jetzt nicht wühlen. Und dann nehme ich so ein bisschen von dem Öl und trage mir das auf Arme, Dekolleté und auch im Gesicht auf. Das Öl alleine reicht mir aber nicht. Da nehme ich dann noch das Hyaluronprodukt dazu. Das hier ist dieses tolle Duftfreie von Wellmax. Man kann natürlich jedes andere Hyaluronprodukt auch nehmen. So. Und das mache ich dann vielleicht auch noch ein bisschen dicker, ein bisschen satter. So, und dann gehe ich in die Sauna. Und wenn dann das Schwitzen einsetzt, dann ergibt das ja immer mehr auf der Haut. Ne? Dieses Hyaluron ist ja dazu da, Feuchtigkeit anzuziehen und zu binden. Und dann gehe ich immer wieder so über die Haut und bekomme ja immer mehr durch den zusätzlichen Schweiß und verteile das dann auch über den Bauch, über den Beinen. Und je mehr man schwitzt, desto mehr Körperfläche kann man dann mit dieser herrlichen Kombination erreichen. Und das ist genau das, was uns dann wirklich Babyhaut macht. Ich bin jedes Mal immer hin und weg und da darf man natürlich auch nicht den Fehler machen, dann sofort wieder unter die Dusche zu gehen. Warum auch? Man schwitzt zwar, aber man stinkt ja nicht. Lieber raus in die Kälte und dieses Öl noch nachwirken lassen. Also die Kombination, das Lomiöl und Hyaluron auf der Haut in Verbindung mit der Wärme der Sauna macht Babyhaut. Probier das mal aus, es ist der Wahnsinn. Ich liebe es. Ich war ja letztes Jahr in einem Hotel, wo ich die Lomi-Lomi-Massage bekommen habe. Wirklich oh, einfach nur traumhaft. Und da hat man mich mit diesem Öl hier massiert. Und ich bin dann den ganzen Tag mit der Nase an meiner Haut, bin am nächsten Tag hin und habe gesagt, verkauft mir das. Ich brauche das. Und dann hieß es, nee, haben wir nicht, musst du bei Kurland bestellen. Ich habe in der Zwischenzeit versucht, ob ich das auch schon einkaufen und weiterverkaufen kann, damit man Sachen komprimiert hat und nicht da und da und da einkaufen muss.
Gibt es aber nicht, geht nur an Massagepraxen und die Firma Kurland verkauft es selbst. Ich habe also nichts davon, dass ich das jetzt so hoch lobe, aber ich mache das, weil ich davon absolut überzeugt bin. Die Flasche habe ich im August gekauft. Da ist jetzt noch so viel drin. Ich habe es fast täglich benutzt. Und in die Sauna nehme ich natürlich nicht die Glasflasche mit, sondern fülle mir das in die Labordosen. Wir haben ja diese Dosen, wo man auch alles Mögliche für unterwegs reinfüllen kann, weil, ich schraube die mal richtig zu, die sind absolut dicht, da kommt nichts raus, weil wenn man Öl in der Tasche auslaufen hätte, das wäre ja eine kleine Katastrophe. Und das klappt super. Man braucht für, wenn man sich also komplett immer wieder zwischendurch einölt, vielleicht so ein bisschen mehr als die Hälfte einer solchen Labordose. Und dann gibt es eben diesen Geheimtipp, nicht nur das Öl auftragen, sondern in Verbindung mit einem Hyaluron. Das kannst du natürlich auch mit einem anderen Hyaluron machen. Ich mache das mit diesem Fünffach Hyaluron. Das sind 5 unterschiedliche Hyaluronmoleküle, die unterschiedlich auf die Haut wirken. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger in das Töpfchen. Zu Hause habe ich mir das Öl in so einen Pumpspender gefüllt. Das finde ich dann noch praktischer, als immer aus der großen Flasche zu schütten. So, und dann öle ich die Haut ein und gebe so ein bisschen Hyaluron dazu. Und das mache ich dann, bevor ich in die Sauna gehe. Das hat aber jetzt auch nichts mit der Sauna zu tun. Das kann man auch ohne Wärme machen. Nur die Wärme der Sauna, kannst du dir vorstellen, ne? Die Haut, die macht ja so. Das kennt man vom Dampfbad, wenn man sich die Pickel auf der Nase ausdrücken möchte. Da macht man Dampfbad, damit sich die Haut so, ich sage jetzt nicht öffnet, weil sie öffnet sich nicht, aber sie wird ein wenig empfänglicher für alle möglichen Wirkstoffe. So, und wenn man dann dieses Öl in Verbindung mit dem Hyaluron auf der Haut verteilt, man geht in die Sauna, fängt an zu schwitzen. Ich trage es mir so im unteren Gesichtsbereich auf dem Dekolleté und komplette Arme. Und wenn ich dann anfange zu schwitzen, dann gibt das nochmal mit dem Schweiß zusammen. Schweiß ist ja nicht eklig. Schweiß stinkt ja nicht. Es stinkt ja nur, wenn man sich nicht wäscht. Also dieser Schweiß zusammen mit dem Hyaluron und dem Lomi-Lomi-Öl. Und das verteilst du dann über den ganzen Körper, ne? Erstmal massierst du so ein bisschen, auch hier so die Nackenpartie, auch mal so über die Arme gehen. Und dann gehst du immer weiter über den Körper und so bringst du dieses Hyaluron und die wertvollen Stoffe aus diesem Lomi-Lomi-Öl auf den ganzen Körper. Und wenn du das 2-mal bei Saunadurchgängen gemacht hast, dann fährst du nach Hause und denkst, oh, neu, alles neu, alles schön weich. Wie gesagt, wenn du keine Sauna machst, dann kannst du es trotzdem machen, hast aber vielleicht nicht diesen Wahnsinnseffekt, aber eine unfassbar schön weiche, gepflegte Haut, die auch noch sehr, sehr schön duftet. Also ich bin bei Duftstoffen normalerweise, dass ich sage, oh, nee, ich mag das lieber neutral, als dass irgendwas überparfümiert ist in irgendeine Richtung. Es steht in der Beschreibung, dass das nach Kokos riecht. Das finde ich nicht. Ich finde, es ist so eine Mischung zwischen Aprikose, Mango. Aber auf eine sehr, sehr angenehme, dezente Art und Weise. Und du merkst, ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen. Ich liebe dieses Pflegeöl. Du möchtest wissen, was jetzt kommt? Dann gucken wir mal weiter rein. Die Shape Body Slim Lotion. Die gibt es ja für den Tag und für die Nacht. Ich habe jetzt diese für den Tag. Und dann ein Hub oder zwei. Nee, einer reicht für so einen ganzen Unterschenkel. Und auch sogar für den Oberschenkel. Das sogar bei meinen Waden. Einfach schön erstmal mit der Hand verteilen. Und dann kommt ja dieses i-Tüpfelchen. So ein Massageroller. Gibt es von allen möglichen Firmen. Der hier ist jetzt von Pino Fit und damit sorge ich noch mal zusätzlich für Durchblutung. Entweder man nimmt so einen Massageroller oder man nimmt so einen Igelball. Hat man vielleicht sogar zu Hause, ne? So mit kreisenden Bewegungen flutscht da rafat.
So einfach kreisen lassen oder einfach manuell schön durchwalken. Wer hat eine Massagepistole? Aber so geht es auch. Und wenn man das mal so ein paar Minuten macht, sich echt Zeit nimmt, morgens und auch abends. Ich weiß, im Alltag ist das so schwer mit einzubauen, aber gerade im Urlaub, ne, da hat man die Zeit dafür, wenn man nicht den ganzen Tag unterwegs ist. Aber im Wellnessurlaub hat man für solche Dinge Zeit. Und für die Nacht sieht die Flasche genauso aus. Und wer sagt, oh, ich habe aber so zwischendurch oder von der Wanderung so müde Beine, das könnte man ja auch gut, ne, zur Wanderung mitnehmen, kleine Flasche umfüllen und dann nochmal so ein bisschen von diesem Shape Body Slim drüber sprühen. Warum heißt das Body Slim? Weil, wenn man das wirklich intensiv macht, die Oberfläche der Haut geglättet wird und diese kleinen Knitterfältchen verschwinden und Ansätze von Zellulite auch glatter wirken können. Aber da muss man sich Mühe geben, ne? Das macht die Lotion nicht von selbst. Das finde ich so ein bisschen irreführend, ne? So nach dem Motto, mache ich drauf, werde ich dünn. Nein, aber diese manuelle Geschichte, so wie man sich die Mühe gibt, so wird dann auch das Ergebnis. So, und ich rolle jetzt meine Waden. Habe ich schon mal erzählt, dass ich 3 Jahre für Ilona Christen Maske gemacht habe, nur sie. Und wie hat sie mich genannt? Mitch, du bist meine Wadenkönigin. Wer kann da mithalten? Hoho. In diesem Sinne, tu dir gut. Rolle, rolle, rolle. Zellulite weg. Ach ja, das Bindegewebe, das im Laufe des Alters immer schlapper wird und die kleinen Beulen, die man auch Orangenhaut nennen könnte, an Oberschenkel und Po. Das ist so ein Thema. Jetzt habe ich da nicht so wahnsinnig mit viel zu tun, aber ich weiß, das ist ein ganz großes Thema bei vielen, vielen Frauen. Und da ist das ein guter Freund oder auch der Igelball oder auch, was weiß ich, vielleicht so eine Luferrolle, irgendwas, was richtig gut Durchblutung in die Haut bringt. Und ich mache das gerne mit den Produkten, die wir jetzt gerade gesehen haben. Noch eine Portion intensiver ist, wenn die Haut dann eingehüllt ist, das geht sogar in der Sauna mit der schönen Wärme, wo die Haut dann auch schön schwitzig, flutschig ist, den Schröpfkopf auf die Haut aufsetzen, sodass sich diese Haut in den Schröpfkopf zieht und dann über die geölte, schwitzige Haut so drüber ziehen. Dann kann man schon erkennen, was sich da tut. Die Haut wird nämlich richtig, richtig gut durchblutet, was dann auch bei Zellulite sehr gut entgegenwirkt. Tja, die uralte Methode Schröpfen, aber nicht so, wie man das sonst gemacht hat mit den Blutegeln und Blutschröpfen. Nein, einfach das Bindegewebe mal so richtig, richtig ärgern. Ich konnte es leider nicht besser filmen. Es war viel zu tun in der Damensauna. Wir haben 3-mal angesetzt, aber das Hauptprinzip, denke ich mal, kommt trotzdem rüber. Ne? Es gibt unterschiedliche Schröpfköpfe aus Silikon. Der hier ist so ein bisschen steif. Also die gibt es auch noch in weicher. Den schönen weichen, den ich hatte, den habe ich leider verbaselt. Deswegen habe ich die nochmal gekauft. Es ist jetzt auch etwas schwierig, das zu zeigen, weil da braucht man noch große Hautpartie, das ist ein Oberschenkel zum Beispiel für. Aber das hast du ja eben im Film gesehen. In dem Moment, wenn die Haut gut gefettet ist, also zum Beispiel mit dem Lomi-Lomi-Öl eingeölt ist, dann nimmst du einen solchen Schröpfbecher. Es wird jetzt an der Hand nicht so gut funktionieren, wie ich das vorhabe, aber damit du so in etwa weißt, dann gehst du auf die große Hautfläche drauf. Erstmal drückst du den zusammen, gehst auf die Hautfläche drauf und dann gibt es ja durch das Vakuum diese Zugerscheinung, dass sich die Haut in dieses Becherchen hineinwölbt. Und da die Haut ja flutschig ist, schiebst du es dann einfach ein Stück weiter. Das mache ich während des Saunagangs. Also ich öle mich vorher ein mit dem Hyaluron in Verbindung und fange an zu schwitzen. Und dann habe ich das Ding dabei und man hat ja sowieso nichts zu tun. Dann setze ich das an und wupp, ziehe mir das überall
ein paar Mal so über die Haut, vor allen Dingen, wenn ich nachher sitze, auf den Oberschenkeln. Das tut nicht weh, das ist Zeit ausnutzen, wenn man sagt, ach, das ist mir zu langweilig in der Sauna. Und du tust deinem Bindegewebe was richtig, richtig, richtig Gutes, weil das durchblutet, ne? Wärme und dann noch diese Zugerscheinung, Hammer. Das wäre jetzt auch noch so ein Schröpfteil. Wie gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Da musst du dich mal ein bisschen durchtesten. Wer sagt, oh, ich habe so einen ganz tollen weichen, der vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen kleiner ist als dieser. Also dieser ist wirklich recht fest. Bitte, bitte unten in die Kommentare reinschreiben, wo hast du den her? Wie heißt der vielleicht? Weil ich möchte mir auch noch mal neue Köpfe kaufen, diese Schröpfbecher. Der hier ist jetzt von Pino, ohne Pino schlecht machen zu wollen. Na, aber der ist schon recht fest und ja, dadurch natürlich noch ein bisschen intensiver. Und über die Oberschenkel immer wieder drüber und du wirst sehen, wenn man das häufiger macht, dann hilft's. Wenn man jetzt nicht in die Sauna geht, kann man das natürlich auch in dem Moment machen, wenn man mal Körperlotion aufgetragen hat zum Beispiel. Es geht aber nur, wenn die Haut flutschig ist, auf trockener Haut, bremst das. Das muss einen Gleitfilm haben. Und Öl eignet sich am besten. Und was in dieser Riege fehlt noch? Auch die Black Roll sollte dein Begleiter an Wellnesstagen sein. Zu Hause natürlich auch. Aber gerade wenn du vielleicht nur einen Tag in der Sauna bist oder mehrere Tage im Wellnesshotel, nimm die Rolle mit. Die wiegt ja nichts. Nimmt auch kaum Platz weg, die passt immer noch irgendwo am Rand in den Koffer. Denn wenn die Haut warm ist, dann lässt sie sich noch besser entspannen mit dieser Faszienrolle, mit der kleinen Faszienrolle, die wirklich überall am Körper einsetzbar ist. Und wie wichtig das ist, Faszien zu lockern, da kannst du gerne mal einen Physiotherapeuten fragen oder mach dich mal im Internet schlau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich mache das jetzt hier mal in der Hand. Noch besser ist es natürlich, du legst die Rolle irgendwo hin. Wenn du es am Arm machen willst, zum Beispiel auf eine Tischplatte und rollst drüber oder unter den Füßen ganz, ganz wichtig. So habe ich mal einen Fersensporn wegbekommen. Vielleicht wäre er auch nach einem Dreivierteljahr von selbst weggegangen. Komisch, dass er dann nach 2 Tagen Black Roll weggegangen ist. Auf den Boden legen und mit der Fußsohle, gerade auch mit der Kante, immer wieder so drüber rollen. Tut dem Fuß gut. Auch wenn du keine Fußprobleme hast, der Fuß, ne, der muss unser ganzes Gewicht tragen und tu mal was Gutes, indem du vielleicht eine schöne Fußmassage machst mit einer schönen Creme und dann unbedingt jeden Tag ein bisschen rollen. Ich habe die Rolle bei mir im Badezimmer und mache das immer, wenn ich mir die Zähne putze. Hat auch direkt so ein bisschen was mit Balance zu tun, weil ich ja dann auf einem Bein mehr oder weniger stehe und den anderen Fuß dann rolle. Und das ist ein Ritual, dann kann man es auch nicht vergessen. Ne? Liegt schön an der Seite, der Dusche ist also auch nicht im Weg. Bitte nicht in den Weg legen, dann ist es vielleicht ein Rollschuh, was wir nicht wollen. Und das Teil hier gehört am besten in die Sporttasche mit rein und nicht rausnehmen. Eine im Bad, eine in der Sporttasche, so mache ich das. Na klar, die kleine Black Roll. Sie wiegt so gut wie nichts. Die kannst du irgendwo noch immer mal so dazwischen stecken und nimm sie mit und rolle dann die Unterarme, die Fußsohlen, auch mit der Rolle gerne über die Oberschenkel. Ist jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel das Schröpfen, aber die Faszien lösen dann ihre Verklebung und darüber haben wir ja nochmal einen extra Film gemacht. Kannst du auch gerne nochmal nachschauen, was die Faszien machen und was sie aber auch blockieren können, wenn sie verklebt sind. Also Black Roll sollte man auch besitzen und zum Beispiel beim Zähneputzen, ne? Einfach mal so die Fußsohle drüber rollen. Das tut richtig, richtig gut. Aber jetzt kommen wir zum Knackpunkt, wo ich die letzte Zeit ein bisschen Probleme mit hatte. In dem Fall wirklich Problem und nicht Herausforderung. Die Herausforderung war es zu lösen. Es geht hier um die Schwellung unter den Augen. Immer wenn ich aus der Sauna kam, war ich zwar erholt, aber hatte am nächsten Tage
solche Pötte, wenn ich runtergeguckt habe, habe ich gedacht, ich falle über die Dinger. So extrem war das aufgeschwollen. Und dann hat mir eine nette Kosmetikerin einen super Tipp verraten. Und das zeige ich dir jetzt ganz ausführlich, wie man verhindern kann, dass die Augen in der Sauna aufschwellen. Auch wieder sehr, sehr simpel. Warum nehme ich das Kühlungshandtuch mit in die Sauna? Erzähle ich dir jetzt. Du nimmst dein Kühlungstuch und legst es schön flach irgendwo hin. Man könnte jetzt entweder hier so eine kleine Tasche nähen, indem man das Stückchen hier zunäht, dann bleibt das Eis drin. Ich lasse es offen, denn es ist angenehm, wenn zwischendurch einfach mal ein kleines Eisstückchen rausfällt, während ich da liege. Also du nimmst das und gibst ein bisschen gestoßenes Eis hier rein. In Saunaanlagen mit einem Eisbrunnen ist das natürlich super gut, aber man kann auch eine solche Thermosflasche, die ist zum Beispiel von Lock and Lock, nehmen und zu Hause 2-3 Eiswürfel im Mixer klein machen. Oder du hast vielleicht einen Kühlschrank, wo du Crash-Eis machen kannst. So, und das legst du dir dann hier in diesen Bereich, bisschen tiefer, und schlägst hier einmal um, drückst das ein bisschen platt und wickelst jetzt das Tuch auf. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn das Auge mag es auch nicht, wenn es so eiskalt ist. Und das ist jetzt so ein kleiner Kältewickel. So, zwischendurch wieder ein bisschen platt drücken, wo ich dir jetzt gleich erkläre, wie das funktioniert. Ist jetzt ein bisschen anders, weil ich jetzt nicht liege, aber du wirst verstehen, was ich meine. Ich habe also jetzt das Eis hier reingewickelt. Das Tuch war trocken. Man könnte es auch feucht machen. Ich mache das meistens mit einem trockenen Tuch und lasse dann so ein bisschen übrig. Und das Stück, was übrig ist, das ist oben. So, das kann dann zum Beispiel auf den Haaren liegen. Und dann lege ich mir das so auf die Augenpartie, drücke das noch ein bisschen flach. Und dann warte ich, bis durch die Saunawärme das Eis geschmolzen wird. Und immer wenn es mir zu kalt wird, rolle ich ein bisschen von diesem Überschuss auf, Stück für Stück. Und du hörst oder siehst vielleicht auch, also natürlich nicht in dem Tempo, sondern immer mal gemacht, es fällt immer mal so ein Stückchen dann hier an der Seite raus. Aber wie angenehm ist das, wenn das dann hier so auf die Schultern fällt und man kann das dann so ein bisschen über den Körper verteilen. Wenn du das nicht magst, dass das Eis dann ein wenig an der Seite rausfällt, dann machst du dir, wie gesagt, so eine kleine Tasche am Ende, einfach mit der Hand zwei so 8 cm große Nähte, sodass du das Eis dann da drin gefangen hast. Was immer passiert, auch mit der Tasche, ist, wenn das Eis dann langsam schmilzt, dann tropft das hier an der Seite so ein bisschen runter. Fühlt sich total angenehm an, weil das ist ja, ne, hier so lang. Also es reicht ja wirklich dicke über die Augen. Und es ist ja dann auch immer gebogen, ne, sodass das dann links und rechts ein wenig heraustropft. Super, super angenehm und wirkt den Schwellungen der Augen entgegen. Und mein Tipp, ich benutze ja die Smoke Liner in der Sauna, weil so ganz ungeschminkt, können ja die anderen machen. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich so ein bisschen Augen-Make-up habe. Und der Smoke Liner, der hält nicht nur die Sauna aus, sondern er hält es auch aus, dass das feuchte Tuch auf den Augen liegt. Also es ist der absolute Wahnsinn, da verschmiert nichts. Und diese Kälterolle, die hilft, dass das hier nicht so wahnsinnig aufquillt. Vielleicht hast du diese Probleme nicht mit Tränensäcken, aber selbst dann ist das einfach ein Wohlfühlfaktor, weil wie oft liegt man in der Sauna und denkt, oh, ich würde ja so gerne noch, ne, aber irgendwie fühle ich mich jetzt unwohl. Es ist einfach brütend heiß. Und wenn man so ein bisschen Kühligkeit am Kopf hat, man kann sich es ja zum Beispiel dann auch nur mitnehmen und im Notfall das hier mal so hinlegen, dann ja, fühlt sich es einfach besser an. Wer sagt, ach, das mit dem Eis, das ist mir dann vielleicht sogar zu krass in dem Temperaturunterschied, obwohl heiß und kalt passt ja in der Sauna immer gut zusammen, der lässt das mit dem Eis weg und nimmt nur so ein Kühlungshandtuch, macht das nass, fringt es aus
Und also die Feuchtigkeit geht ganz schnell weg in der Sauna. Machst also ein bisschen nasser als sonst. Und dann legst du dir das gefaltet auf die Augenpartie. Funktioniert auch. Geht dann aber ganz schnell in die Wärme über, in dem Tuch. Was aber nicht schlimm ist, du nimmst das, schleuderst es mal wieder 3-4 Mal. Natürlich nicht in voller Länge, sondern nimmst es dann doppelt. Und dann ist das wieder kühl. Also es ist faszinierend, dass selbst in einer Sauna mit 70, 80, 90 Grad dieses Tuch durch Schwenken wieder kühl wird. Also kann ich nur kühlstens empfehlen, weil das tut der Haut gut und gerade so der Augenpartie. Also ich gehe nicht mehr ohne dieses Tuch in die Sauna. Solltest du es mal vergessen, weil eigentlich kann das nicht passieren, weil leg dir eins dieser Tücher in deine Saunatasche rein, was immer drin ist, was du da gar nicht rausnimmst. Könnte man auch ein Frotti-Gästetuch nehmen, so ein Gästehandtuch, so ein kleines. Aber das ist viel zu schwer, viel zu nass und viel zu pappig auf der Haut. Das liegt nur kühl und nicht nass auf der Haut, weil es eben so eine ganz spezielle Wabenstruktur hat. Keine dicken Augen mehr in der Sauna, entspanntes Gefühl und ne, hier ab und zu rieselt es mal raus. Und auch das ist einfach herrlich, wenn man das auf der warmen Haut schmelzen lassen kann. Kühlungshandtuch, nicht nur im Sommer, sondern auch immer in der Sauna dabei haben. Ist also nicht nur ein Sommerartikel, ne? Wenn die Sauna keinen Eisbrunnen hat, dann nimmst du dir einfach eine Thermoskanne oder einen Thermosbecher mit und machst dir zu Hause im Mixer einfach ein paar Eiswürfel klein. Und dieses Eis, das hält dann auch über Stunden in dieser Thermoskanne. Vielleicht wird es ein bisschen pappiger, aber das ist ja nicht schlimm. Es geht ja einfach nur um die Temperatur und das wickelst du dann in dein Kühlungshandtuch. Ist das ein Tipp? Ha, mit unseren Kühlungshandtüchern, ne? Ein paar haben wir noch und ich überlege, ob ich die zum Sommer hin nochmal bestellen soll. Weil also ich liebe die Dinger und die sind nicht nur im Sommer zum Kühlen gut, sondern auch, wie gesagt, in der Sauna, beim Sport, im Winter trocken umlegen und den Schweiß damit abtrocknen, wenn man mal läuft. Die sind der Hammer, diese Kühlungshandtücher. Und wenn du keinen Eisbrunnen hast in der Sauna oder vielleicht hast du ja zu Hause selber eine Sauna, aber natürlich keinen Eisbrunnen, dann gibst du dir ein paar Eiswürfel in den Mixer, rupp, rupp, rupp und dann hast du dieses ganz, ganz feine Crash-Eis. Also das, was man so in Tüten kaufen kann oder was der Kühlschrank produziert, das ist noch viel zu grob. Im Mixer klein machen und dann in einen solchen Thermobehälter. Noch länger hält er dann das Eis kühl, wenn du ihn vorher in den Kühlschrank oder noch besser ins Gefrierfach legst und dann dieses gecrashte Eis, also dieses gemixte Eis da rein. Und dann hast du viele, viele Stunden immer mal wieder Eis zur Verfügung. Und auch das ist so simpel, da muss man nur einfach wieder drauf kommen. Zwei Dinge sollte man beim Saunen aber nicht vergessen. Das ist einmal das. Ganz wichtig ist natürlich, zwischen den Saunagängen zu entspannen, auszuruhen, zu lesen oder auch einfach mal gar nichts zu machen. Und ist das nicht schön, in einer solchen Atmosphäre mal einen ganzen Tag Ruhe zu finden? Und das. Das hatten wir schon beim anderen Film, aber ich habe es extra nochmal mitgenommen und die Christina hat sich schön für mich in die Sonne gestellt, damit ich die Augen aufbekommen habe, weil es war Sonne da. Es waren Minusgrade und trotzdem war das jetzt machbar. Es schneit, hier liegt Schnee, es ist kalt, aber sonnig. Und wenn das so ist, ist das herrlich mit diesem Hundekörbchen im Rücken. Ne? Das ist ja hinten so, dass keine Luft durchkommt und selbst wenn die Haare hier nass sind, und es ein bisschen windig ist, kann man sich wunderbar drin einmuckeln und auch draußen schön liegen, obwohl es bitter, bitter kalt ist. Mit der langen Butz und ein paar dicke Socken. Und dann kann man die Sonne genießen. Ah, ist das schön. Das sieht doof aus, ja. Aber diese ganz einfachen Duschhauben aus dem Hotel, die retten mich, wenn ich draußen schwimme und es regnet.
Jetzt sagt der eine oder andere oder die eine oder andere, wenn es regnet und man schwimmt draußen, ist doch egal, man wird sowieso nass. Ja, vielleicht, aber ich schwimme so immer mit dem Kopf raus. Und gerade im Winter, wenn die Haare nass sind, dann musst du also entweder Sportschwimmer sein und bei jedem Zug den Kopf unter Wasser machen, weil das ist ja schön geheizt, dann ist okay. Aber wenn du nur die Haare nass hast und hast den Kopf draußen und es ist vielleicht auch noch windig, das ist nicht zu unterschätzen. Und dann, wenn es regnet, ja, wird man nass. Man ist auch nass im Wasser. Aber wenn dann das Regenwasser so über die Kopfhaut läuft und es dann auch noch windig ist, dann sammelt sich hier drunter super die Wärme. Und natürlich wird es trotzdem feucht vom Schwitzen. Aber die Wärme, die staut sich unter dieser Duschhaube und alles gut. Klar könnte man jetzt auch eine Badehaube kaufen, aber also Bademütze wird es heute noch geben. Ne? Ich kenne das noch so von früher, so aus dicken Plastik mit so kleinen bunten Blümchen drauf oder so. Nein, so möchte ich nicht schwimmen. Und diese Stoffdinger, die man beim Turnierschwimmen hat, weiß ich nicht, ob das hilft. Aber das hier, das liegt doch in den Hotels immer. Und nimm einfach beim nächsten Hotelaufenthalt mal sowas einfach mit, auch wenn du das immer belächelst und sagst, ich dusche doch nicht mit so einer Duschhaube. Aber dafür sind die gut. Draußen schwimmen im Regen. Duschhaube ist immer mit in der Tasche. Wenn es mal regnet, schwimme ich schön und habe ein warmes Köpfchen. Und so schwimme ich dann auch mal 2 Stunden. Weil ich mache mich doch nicht nass für 10 Bahnen oder so, oder? Also ein absolutes Minimum 1/2 Stunde. Und bei meinem letzten Aufenthalt, das wäre jetzt, muss man auf meinen Spickzettel gucken. Nee, ein bisschen was kommt noch. Machen wir jetzt einfach mal zwischendurch, was jetzt auch nicht auf dem Zettel steht. Ich war im Januar. Es schien die Sonne, es lag Schnee. Jetzt weiß ich nicht, ob man es gut sehen kann. Da war vorher kein farblicher Unterschied. Und das ist ja meine Sportuhr, die misst, wie viel ich schwimme. Ich habe meinen Augen nicht trauen wollen. Ich habe Farbe bekommen. Im Januar von einmal 1,5 Stunden schwimmen und 4x2 Stunden schwimmen. Und auf meinem Rücken, im Rückspiegel, denke ich, ne? Der Bikini, abgemalt. Das heißt, wir haben auch im Winter so viel Sonnenintensität, dass wir dran denken sollten, hier unseren Lichtschutzfaktor zu nehmen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf den Arm, also die werden nicht verbrennen. Aber dran denken, Sonne sorgt für Hautalterung. Und wenn ich das nächste Mal schwimme und die Sonne scheint, auch wenn es noch nicht warm draußen ist, werde ich hier schön meinen Lichtschutzfaktor mitnehmen. Das heißt, meine Sonnencreme mit, also Augencreme mit Lichtschutzfaktor 50, die wandert jetzt auch in meine Saunatasche. Also nur dann, wenn ein Außenpool da ist. Und dann wird die Haut eingecremt. So, jetzt muss ich mal gucken, weil es ist wirklich so viel. Normalerweise arbeite ich nicht mit Drehbuch, aber da ich so viele Schnipsel gemacht habe, muss ich jetzt mal gucken. So, nicht vergessen auszuruhen, nicht vergessen zwischendurch warm anzuziehen, die selbstgestrickten Socken am besten. Die Schwimmhaube hatten wir. Ah, okay, den Lichtschutzfaktor habe ich jetzt schon vorgezogen. Das heißt, jetzt fehlt nur noch viel, viel trinken. Nimm dir also deine Getränke mit, ob warm oder kalt. Im Winter ist es zum zweiter Thermobecher ganz nett für den Tee. Achte darauf, es gibt Thermobecher, die sind so heiß, das kannst du am Nachmittag noch nicht trinken. Das heißt, dann entweder schon die richtige Temperatur mischen oder noch besser, schön heiß den Tee, aber lass dir noch so ein bisschen Platz, dass du dein stilles Wasser einfach dazu kippen kannst zu einer angenehmen Trinktemperatur so. Und wer sagt, ach ja, aber das ist so eine Angelegenheit, wo es so furchtbar warm ist, dann guckst du jetzt noch den letzten Schnippel dir an, was man dann auch dabei haben kann. Ach komm, ich sag's einfach. Entweder nimmst du eine Sprühflasche, kann auch eine kleinere sein, und sprühst dir Wasser ins Gesicht oder du nimmst das. Ich sag aber jetzt schon mal Tschüss. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht, mit mir in die Sauna zu gehen. Vielleicht machen wir sowas auch nochmal, wenn du sagst,
Da gibt's doch bestimmt noch ein bisschen was. Ja, ich hätte auch noch ein bisschen was zu erzählen. Dann schreib mir das unten in die Kommentare. Möchtest du noch Film 2 zur Hautpflege in der Sauna sehen? Dann schreib mir das unten runter. Vielleicht hast du ja auch einen super Tipp, der mir jetzt auch noch nicht eingefallen ist, wo ich sage, hätte ich drauf kommen können, ne? So als Saunagänger. Da freue ich mich drüber. Ich freue mich auch, wenn du den Daumen nach oben hin machst. Und falls du noch kein Abonnent bist, abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit du nichts mehr verpasst. Und unten schreibe ich rein, wo du mich bei Instagram und Facebook finden kannst. Und auch noch so, ne? Zum Beispiel dieses Lomi-Lomi-Öl. Wo kann man das kaufen? Schau mal einfach auf mehr erfahren in die Infobox. Und ich sage jetzt schon mal schön, nein, den Pinsel natürlich dann noch nicht. Und du guckst, was ich mir zwischen den Saunagängen ins Gesicht sprühe. Tschüss. Und wenn es mal so ganz entspannt sein soll und es ist so heiß und drückend, das Calming Tonic und dann einfach nicht so ins Gesicht sprühen, sondern so nach oben und dann fällt das ja aufs Gesicht runter. Könnte ich stundenlang machen. Herrliche Erfrischung. Dekolleté kann man natürlich direkt sprühen, aber fürs Gesicht immer in die Luft sprühen. Herrlich, frisch. Da ist der Pool im Schnee. Es sind -2 Grad, also schon frisch, aber es ist windstill und so herrlich sonnig. Ich verstehe gar nicht, warum da nicht mehr Leute drin sind. Umso besser für mich, denn da gehe ich jetzt 1,5 Stunden schwimmen.